Das ist die heilige Familie. Maria mit dem Jesuskind und Josef. Er ist der etwas Unscheinbare, der Mann im Hintergrund. Josef, der Zimmermann. Josef, der an der Krippe die Laterne hält. Josef, der Ziehvater Jesu. Heute möchte ich ihm ein wenig auf die Spur kommen, denn er steht für mich für den treuen, den gerechten Zimmermann mit großem Herzen. Hier in der Kirche Heilige Familie Hasselburg hat er natürlich seinen festen Platz, obwohl er in der Weihnachtsgeschichte nur sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt. Schnell sind auch wir bei Maria, die in der Ankündigung des Engels und in der Begegnung mit Elisabeth im Mittelpunkt steht. Doch das Spannende ereignet sich manchmal auch am Rand, jenseits der Aufmerksamkeit. Er ist Josef, der Zimmermann. Sein Beruf als Zimmermann weist auf einen kräftigen Körperbau, vor allem aber auf starke Hände und Arme hin. Ein Mann mit Tatkraft, ein Anpacker, ein Macher. Aber wie kam es dazu, dass die Kirche gerade ihn, Josef, heilig gesprochen hat? Für mich ist sein Weg zur Heiligkeit beeindruckend, denn er hebt sich von dem anderer ab. Biblisch beginnt sein Weg mit dem Zweifel. Was muss dieser Mann für einen inneren Konflikt ausgetragen haben, als er von seiner Verlobten Maria erfährt, dass sie schwanger sei, aber nicht von ihm? Josef überlegt, Maria zu verlassen. Doch dann erklärte ihm ein Engel in seinem Traum, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger sei. Josef will nichts auf das Gerede von Engeln und Träumen und dem Wirken des Heiligen Geistes wissen. Josef wird mit diesem Handeln zu einem Repräsentanten des Zweifels und des schwer errungenen Glaubens. Glaube fällt ihm nicht leicht vor die Füße. Er hinterfragt mit seinem Weg all jene, die meinen, dass Glaube und Zweifel ein Widerspruch seien. Bei Josef bewirkt erst der Zweifel diese tiefste Glaubenserfahrung seines Lebens. Doch was macht diesen Mann bedeutsam und zum Vorbild? Es ist mit zwei kleinen Wörtern zu beschreiben. Er handelt und er ist mutig. Dieser Josef wird als ein Mensch beschrieben, der gerecht ist. Nach seinem Traum, in dem er vom Engel erfährt, dass Maria schwanger ist, wird keine Aussage über Josef überliefert. Es heißt lediglich, dass er tat, was der Engel ihm befohlen hatte. Könnte Josef auch als ein Macher beschreiben. Und genau darin liegt auch etwas Theologisches, denn in seinem Tun zeigt sich, was mit gerechter Mensch gemeint ist. Flucht oder Risiko? Vor dieser Entscheidung wird Josef gestanden haben. Soll er ängstlich weglaufen, als er von der schwer verständlichen Schwangerschaft Mariens erfährt? Das mag sein ursprünglicher Impuls gewesen sein. Weglaufen vor dem Unerklärlichen, dem Ängstlichen der schwangeren Maria. Somit aber auch vor dem Willen Gottes und den Zumutungen, die darin liegen. Die entscheidende Frage lautet, soll er der eigenen Logik folgen und den leichten Weg gehen, also weglaufen? Oder der Logik Gottes entsprechend handeln und den schweren Weg gehen? Ja, sich auf den Willen Gottes einzulassen, erfordert wesentlich mehr Mut. Josef ein Vorbild? Ja, für mich ist er ein Vorbild. Er nimmt seine Zweifel ernst, er setzt sich mit seinen Ängsten auseinander, er erkennt, welche Rolle Gott ihm beigemessen hat und er nimmt diese wichtige Rolle in der Geschichte Gottes mit den Menschen an. Er bleibt treu an der Seite Marias, ein Mann mit großem Herzen. Josef, der Mann im Hintergrund. Ja, bei Josef lässt sich still und unauffällig eine wirkliche Heldengeschichte erkennen. Es ist eine Heldengeschichte außerhalb des Rampenlichts, eine Heldengeschichte am Rand. Josef, der Mann, der mutig handelt und voranschreitet, der dort ist, wo er gebraucht wird. Es gibt viele Menschen hier in der Heiligen Familie Hasselbrock und im gesamten Bojeverbund, die mutig handeln und sich dort einbringen,
Anpacker und Macher, die dazu beitragen, dass wir hier vor Ort Kirche sind. Nehmen wir uns Josef als Vorbild und gehen wir weiter, optimistisch und froh, trotz aller Sorgen und Ängsten, in die weitere Adventszeit.